The saga of Dallas spun its stories around a feud between two Texas families, the Ewings and the Barneses, and they went at it for 13 seasons. On the Ewing side, there was Jock, who headed up our clan. What's wrong with that? Jock was married to Miss Ellie. I always wanted a daughter. Maybe it's a good thing I never had one. The conniving schemer with the glint of evil in his eye, well, that was me, their oldest son, J.R. Oh, of course we're not enemies. Now, I married a Texas cheerleader, the beautiful, long-suffering, long-legged Sue Ellen. And I did. I put her through a lot. Don't you ever do that again. And Bobby, my younger brother, he was a good guy for the most part. I think I can appreciate that. But Bobby had the real bad sense to marry Pam from the Barnes family, our arch enemy. That's right. Now, Pam had a brother named Cliff, another schemer almost as clever as me. Oh, no, I'm not. Believe me, I'm not. And I guess about the only normal guy was Ray Krebs, the foreman at South Fork. Ray was a real down-to-earth charmer. I don't go start harping on that again. Among his trophies, he romanced my 17-year-old niece, Lucy, who, as I recall, was always romancing somebody. You make it sound like it's my fault. So, you got all that straight? I tell you, with Dallas, the twists and turns came so fast and furious, you missed one episode, and it took 2 weeks to catch up. Money! J.R., wäre es dir wohl möglich, dein Büro für eine Weile zu verlassen? Warum? Sagen wir, für eine kleine Abschiedsfeier. Es gibt da etwas, das ich dir zeigen möchte. Jetzt gleich? Gleich ist immer am besten. Hm? Oh, ich bin beeindruckt. Muss Spaß machen, ein eigenes Studio zu besitzen. Na gut, zeig mir noch dein Büro, dann kann ich wieder zurück in Mainz. Nein, J.R. Komm mit. Ich bin nämlich auch die Geldgeberin unseres ersten Films, was du nicht weißt. Bruce Harvey ist Produzent, Don Lockwood Drehbuchautor und Regisseur. Du wirst mir den Film doch nicht vorführen wollen. So viel Zeit kann ich mir nicht nehmen. Komm schon, du hast die Zeit. Du siehst den Rohschnitt, eine Fassung ohne Geräusche und Musik. Ich habe wirklich keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Also setz dich hin, mach's dir bequem und leg deinen Hut irgendwo hin. Ich garantiere dir, du wirst den Blick nicht mehr von der Leinwand wenden. Film ab. Nicht mehr erwünscht, Barnes. Ich will nur noch zu Ende tatzen. Naja, von mir aus gerne, aber nicht mit ihr. Was soll das? Rühren Sie mich nicht an. Ist schon in Ordnung. Jim. Nein, ich will, dass er sofort verschwindet, aus deinem Leben und von dieser Ranch. In dem Ton nicht. Sie haben es nicht geschafft, sich umzubringen, aber ich schaffe es. Das können Sie mir glauben. Hilfe! Ja, aufhören! Hört doch auf jetzt! Was ist das? Aufhören! Aufhören! Lachster, lassen Sie mich durch! Was hält ihn ein? Ray, pack mal mit an, wir müssen ihn hier rausschaffen. Schaff ihn schnell hier weg, bitte. Ja, schon gut, ich gehe ja schon.
Dieser Kerl hat keinen Augenblick zu früh aufgehört. Hey, Barnes. Ihre Vaterliebe ist wahrhaft ehrfurchtgebietend. J.R., lass uns gehen. Nur Ihre Stiftung kommt der falschen Einrichtung zugute. Ach, wirklich? Ja, der passende Empfänger für eine Digger-Barnes-Stiftung ist nicht die Universität, sondern die Schnapsbrennereien des Landes. Jetzt halten Sie Ihr Schandmaul! Cliff, hör auf, bitte! Das wäre die richtige Art, dieses versoffene Subjekt von Vater zu ehren. Mein Vater mag viel getrunken haben, doch eins hat er nie getan, nämlich seine Freunde bestohlen. Ach, tatsächlich? Bobby, bleib hier! Nein, rede nicht! Gib deine dreckigen Pfoten weg! So nicht! Du konntest also den Kampf um Ewing Oil nicht ertragen. Du hast ihn nicht gebilligt. Also verlässt du Bobby Knall und Fall und fliegst einfach weg nach Frankreich. Mit deinem Lieblingshengst, um dich lange und genüsslich im Heu zu wälzen. Und deine kleinen Verletzungen auszukurieren. Sag mal, war Mark Grayson eigentlich der Einzige? Oder hast du auch einige Franzosen ausprobiert, wo du nun schon mal dort warst? Ja, Pam. Verdammt, wie ich diese Frau hasse. Nein! Fass ihn nie mehr an. So, ja? Hey. Du bist so ziemlich der letzte Mensch, den ich heute noch sehen möchte. Und ich bin der letzte Mensch, den du je sehen wirst. Was ist denn mit dir los? Du bist der Grund, dass Mickey gelähmt ist. Wovon redest du überhaupt? Walt Driscoll hat den Wagen gefahren, der auf Sue Ellen und Mickey geprallt ist. Er wollte dich töten, umbringen! Hast du getrunken? Ich bin stocknüchtern. Und jetzt werde ich dich töten. Du Schwein! Bist du wahnsinnig geworden? Hör doch auf, Reh! Hör auf! Ich bring dich um! Ich bring dich um! Nein! Nicht doch! Hören Sie, Partner, Sie sollten doch immer nachfüllen. Das bringt Sie nur ins Grab. Ich brauche keine Moralpredigt von Ihnen. Du siehst sehr einsam aus, Cowboy. Nicht so schlimm, als allein zu trinken. Es sei denn, man will es so. Und ich will es. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Komm, spendier mir einen Drink. Hören Sie, ich bin nicht in der Stimmung. Also verschwenden Sie und belästigen Sie jemand anderen, ja? Hey, Sie, ich lasse nicht mit mir in diesem Ton reden. Belästigt er Sie, Lady? Ja, er war richtig ekelhaft. Dann wollen wir doch mal hören, wie du dich entschuldigst. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein Gesicht wie ein Affe hast?
sechste Bahn, die du mich schleppst. Wir werden ihn nie. Offensichtlich haben wir ihn gefunden. Los, Ray, schnapp ihn. Entschuldigen Sie. Halt den Kerl vom Leib. Bobby, halt dich da raus! Entschuldige! Oh. Hey, wer bezahlt mir jetzt den ganzen Schaden? Schicken Sie die Rechnung nach South Fork. Das lasse ich mir nicht gefallen. Charlie, du kannst mich nicht dazu zwingen. Oh doch, das kann ich. Solange du mit meinem Mann und mir in unserem Haus wohnst, wirst du tun, was wir dir sagen. Verstanden? Widersprich doch nicht, Charlie. Ich hasse dich. Ich hasse euch beide und ich bin nicht bereit, mir noch länger eure Moralpredigten anzuhören. Nein, Bobby, das stimmt nicht. Doch, so ist es. Du bist mein Bruder. Ich möchte dir helfen und ich möchte, dass du mir hilfst. Bobby, was soll das? Bobby, oh nein! Bobby! Du verdammter Mistkerl! Du hast es nicht verdient zu leben! Bastard! Wie konntest du Christopher das antun? Ich kann nicht etwas tun, was Christopher schaden könnte. Ich mach dich fertig! Bobby! Bobby! Ja, komm raus, willst du dir selbst Danny! Warum komm tut jetzt, ihr das? Komm. Sag uns die Bobby, dass er lass aufhören los. Soll! Lass mich los! Hört auf! Komm, Kinder, geht jetzt wieder ins Haus! Jetzt warum reicht's prügeln aber, Sie Bobby, sich, Mama? Auf mit dem Blödsinn! Keine Fragen, komm jetzt, steh auf, Christoph, ich kann nicht! Ist dir gut, Bobby, ist dir gut, komm jetzt raus! Ein unschuldiges Kind, Sir! Ich bin hier der Unschuldige! Hört jetzt auf, ihr beiden, hört auf! Wenn er nochmal in meine Nähe kommt, werde ich ihn umbringen. Ich würde niemals diese Frau gegen dich ausspielen. Blödsinn! Aber warum sollte ich denn diese Sache vor Gericht bringen? Weil dir jedes Mittel recht ist, um an Vesta ranzukommen. Das ist der Grund. Ich wollte, dass du mir einen Gefallen tust. Dafür wollte ich dir die Kleine vom Hals schaffen. Das ist alles. Geht's wieder? Ja, ja. Christopher, ich weiß nicht, was für eine Freude du daran hast, andere Menschen zu verletzen, aber es wird endlich Zeit, dass du dafür bezahlst! Bobby, bist du verrückt geworden? Bobby, was ist denn mit dir los? Bobby! Hey, hört sofort auf! Bobby, Gia, los jetzt! Geht doch gegenseitig um! Ray, vielleicht solltest du was tun. Ja, komm, Ray. Ihr sollt aufhören. Lass ihn los. Bobby. Er will mich umbringen. Lass mich los. Komm jetzt, Bobby. Beruhige dich. Beruhige dich. Nein. Komm, komm. Was ist mit dir los, Bobby? Sag mal, worum ging es denn bloß? Frag Cher! Er kam wie ein Wilder hier angestürmt, hat mich K.O. geschlagen und in den Pool geschmissen. In deinem Jetson wirst du noch mal jemanden umbringen. Du bist wahnsinnig! Erzähle ihm noch, was du Pellmann getan hast, bevor ich dir den Kopf abreiße! Das ist ja die unverschämte Kleine aus deinem Büro. Ist die mit dir verwandt? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Sie sagt es jedenfalls. Jamie, wieso erfahre ich nicht, dass Mrs. Stone in meinem Büro war? Ich habe es vergessen, weil diese Frau keine Manieren hat. Es sind deine Manieren, die angezweifelt werden müssen. Mrs. Stone ist meine Geschäftspartnerin. Macht man so miteinander Geschäfte in Dallas? Indem man einen verheirateten Mann küsst? Wie können Sie es wagen, so zu reden? Ihre Sorte kenne ich zur Genüge. Tatsächlich? Wo hat ein junges Ding wie Sie eine Frau wie mich schon mal gesehen? Die Saloons in Alaska, wo mein Daddy sich zu betrinken pflegte, sind voll von Frauen ihresgleichen. Verzogenes Miststück! Jetzt habe ich aber genug von Ihnen. Ein Störenfried, keine Ewing. Du hast ja nichts mehr verloren. Pack dein Zeug und scher dich weg. Ich werde dir zeigen, wer ein Ewing ist und wer hierher gehört. Ach, wirklich? Kennt ihr das Sprichwort? Eine Niete kommt selten allein?
Ah, wie die in ihrer Begleitung? Sie werfen so gern mit dem Geld um sich, J.R. Wie viel hat es Sie eigentlich gekostet, dass sie mich verlassen hat? Ach, das war gratis. Das ist nicht mehr nötig, wenn man sie eine Weile kennt. Tatsächlich? Sie können sie behalten. Wenn ich daran denke, wie viele Nächte sie bei mir verbracht hat, schenke ich ihnen, was ich übrig gelassen habe. Du mieser kleiner Wurm! Oh. Du wirst auch schon noch feststellen, wie viel besser du mit mir dran warst, als mit dem da. Sie diskreditieren sich selbst. Ohne Tiefschläge scheinst du nicht auszukommen. Halten Sie sich raus. Sie sind doch schuld an dieser unerfreulichen Geschichte. Fangen Sie bloß nicht mit mir an. Ich schlage härter zu als er. Sie Bastard. Nein, Cliff. Schluss damit. Er hat recht, Cliff. Er ist es nicht wert. Sie haben recht, das ist er. Wie viel kostet das? Was kostet es mich? Sie sind wohl scharf drauf, dass ich Ihnen Gin ins Gesicht kippe. Ich gebe Ihnen $5,000, wenn Sie nach Houston ziehen. Sie sind nicht ganz dicht. Ich gebe Ihnen 10.000, wenn Sie in einen anderen Staat ziehen. Wie wäre es mit 15.000? 15 würden reichen. Nicht 10? Machen Sie gefälligst keine Witze. Wieso nicht? Jetzt, wo wir wissen, was Sie für eine sind, können wir auch feilschen. Hey, hey, was soll denn das? Für den Jean von Bonnie. Bonnie, geht's wieder? Ja. Hallo! Verdammt, was wollen Sie hier? Lassen Sie sofort meine Frau los! Lassen Sie mich nicht an, ja, ich warne Sie. Sie Bastard, das wird Ihnen doch leid tun! Lassen Sie mich sofort los und lassen Sie Sonja in Ruhe! Ist das Ihre Art, ihr zu helfen, ne? Sieht so Ihre Hilfe aus! Sie sind ja ein richtiges Genie! Verschwinden Sie, sonst mache ich Sie fertig! Ich liebe Sie und ich werde nicht zulassen, dass Sie in Zukunft einhalten! Das ist nur fair. Ich möchte damit sicherstellen, dass Pams kleiner Sohn das bestmögliche Geschäft macht. Ich muss sagen, für einen Krankenmann schlagen Sie aber ganz schön zu. Warten Sie, Mark, das Angebot ist verdammt gut. Ich habe mir meine Meinung schon gebildet. Sehen Sie es sich wenigstens an. Sie haben es sich verscherzt, und zwar schon vor langer Zeit, J.R. Sie werden den Tag noch verfluchen, an dem Sie Pam losgeschickt haben, um nach mir zu suchen. Jetzt bin ich hier und werde dafür sorgen, dass Sie genauso viel leiden wie Sie. Sie tun gut daran, sich hier nochmal umzusehen. Denn wenn ich mit Ihnen fertig bin, hat das für Sie nur noch Erinnerungswert. Wurde auch Zeit, dass Sie kommen. Clayton, was zum Teufel wollen Sie hier? Sie verdammter Mist. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Einfach meine Frau anzurufen und ihr Lügen zu erzählen. Das werden Sie bereuen. Führen Sie das Protokoll? Gut, dann notieren Sie. Hier ist mein Vorschlag für Punkt 1 der Tagesordnung. Dieses Unternehmen kann nicht länger Ewing Oil heißen. Man sollte es umbenennen, und zwar in Ewing Barnes. Hm? Nein, ich habe eine bessere Idee. Wie klingt, wie wär's mit Barnes Ewing? Sie Mistkerl! Was jetzt? Unsinn! Meine Lass ihn los! Krawatte los! Lass ihn schon her. Also wirklich, Barnes Ewing klingt doch sehr gut, nicht wahr? Hallo, Clayton. Mistkerl! Du vergiftest unser Leben! Du verpestest mit deiner Gegenwart alles. Du zerstörst die Familie und das nimmt kein Ende. Lass mich los! Halt, Clayton, Schluss jetzt! Lass ihn! Deine Mutter weint sich die Augen aus und stirbt deinetwegen jeden Tag ein bisschen mehr. Ach, ich schwöre es dir, J.R., ich bring dich um! Clayton! Clayton! Oh Gott. Clayton!
das sind die Berichte. Jetzt werdet ihr erfahren, was für einen Sohn ihr habt. Nun? Alles nur geschäftliche Verabredungen. Essen mit Freunden des Hauses. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du hast sie vertauscht. Du hast Tom Fuller bestochen. Er hat die Berichte geändert. Ich kenne deine Methoden. Lass mich los. Ich raste! Du gemeiner Kerl, das, was du mir bist. Beruhige dich. Ich kannst du nicht vor Zoellen. Ich raste dich, du Betrüger! Bitte, Zoellen. Also gut, Ray, was ist los? Was soll schon los sein? Ich trinke ein Bier, Bobby. Ich spreche von der Ranch. Ich bin eben bei McGregor gewesen und habe die Futterrechnungen bezahlt. Das ist aber eigentlich deine Sache. Leg dich ab, das hätte ich schon noch erledigt. Verdammt nochmal, McGregor muss doch damit nicht zu Mama gehen. Das musst du ihr nicht auch noch aufhalsen. Ich wollte niemandem etwas aufhalsen, Bobby. Aber du hast es getan und sie hat's dir gesagt und trotzdem hast du nichts unternommen. Jetzt lass mich gefälligst in Frieden. Mach ich, wenn du dich zusammenreißt. Wenn du South Fork so verwaltest, wie es immer verwaltet wurde. Du hast anscheinend nicht die geringste Ahnung, mit wem du sprichst. Es ist mir allmählich völlig egal, wie du lebst, aber auf South Fork muss vernünftige Arbeit geleistet werden. Und wenn du das nicht willst, werde ich schon jemanden finden. Das tust du nicht, verdammt. Lass es nicht darauf ankommen. Komm schon! Ich will's darauf ankommen lassen! Komm, schlag mich! Schlag mich! Du bist es nicht wert, Ray. Was denn? Du hast mich belogen! Erzähl mir nur nicht nochmal, du hättest das alles für deine Schwester getan! Hey, sei friedlich, Jamie! Du tust das alles nur, weil du davon besessen bist, JR schlagen zu müssen. Du hast deine Schwester angelogen, du hast sie verraten und verkauft. Wie konntest du nur? Hör auf, die Leute! Wie lange dauert es, bis du das Gleiche mit mir machst? Oder hast du das schon? Weißt du was, Cliff? Du bist genauso schlecht wie JR. Im Grunde sogar noch schlimmer. Ist sie nicht verblüffend? Sie manipuliert eine öffentliche Kommission, will meine Sondergenehmigung annullieren. Ich manipuliere gar nichts. Doch, du intrigierst und wendest alle möglichen Schliche an. Sie soll mir entzogen werden, obwohl bereits abgestimmt wurde, dass ich sie behalten darf. Ja, deine Unterstellung gefällt mir gar nicht. Willst du damit sagen, dass ich hinterhältig bin? Ich glaube, das richtige Wort ist unfähig. Sag das nicht noch einmal. Du wirst zugeben, sonderlich klug verhält sie sich nicht. Jetzt reicht's. Lass uns rausgehen. Ich wüsste nicht, wozu. Du verknitterst meinen Anzug. Ich werde dein Gesicht verknittern. Wir gehen nach Hause. Das ist die beste Idee, die du heute hattest. Nein, Ray. Hör zu, irgendwann stopfe ich dir wirklich deinen verdammten Mund. Lass uns gehen, Donna. Es tut mir leid, Miss Ellie. Gleich ein. Ah ja. Ich kaufe dir einen Drink und du sagst mir deinen Namen und dann kaufe ich dir einen Drink und dann können wir. Ach, da wird uns schon noch was einfallen. Was meinst du? Aber ich bin mit jemand hier. Bist du? Na und? Du stehst jemand im Wege, fürchte ich. Was? Kleiner, mach mal meinen Platz frei. Ihren Platz? Wissen Sie, ich dachte eben, irgendwas stinkt hier. Mir können Sie keine Angst einjagen. Bitte entschuldigen Sie, ich komme für alle Kosten auf. Die Sache wird sofort geregelt. Oh, was ist denn das? Mickey! Oh. Mickey, wie geht es dir? Schafft bloß den Kleinen hier raus, oder ich breche ihm alle Knochen. Dem zeige ich es, dem Großmaul. Das hat doch keinen Zweck, Ewing Oil zu kriegen. Ich bitte dich, wir hatten doch vereinbart, diese Sache unseren Männern zu überlassen.
Es tut mir schrecklich leid, aber ich kann nicht ruhig mit ansehen, wie J.R. seinen Bruder mit miesen Tricks kaputt macht. Pamela, wenn es ums Ölgeschäft geht, hast du sogar noch weniger Ahnung als dein ahnungsloser Bruder, weißt du das? J.R.? Hallo, Bobby, komm doch näher, ich spende dir den Drink. Wir können meinen Sieg in der Schlacht der Ewing-Brüder feiern. Du wirst gleich auf deinem fetten Hintern feiern. Bobby, J.R.! Du wirst kurzfristig riesige Profite machen, aber du kennst den Wortlaut des Testaments genauso gut wie ich. Und das Spiel heißt, wie du weißt, zerstörst alles, was Daddy sein Leben lang aufgebaut hat. Willst du mir vorschreiben, wie ich meine Hälfte von dir und alles verwalten habe? Ja, das werfe ich dir vor, du kannst doch nicht einfach... Moment, was hast du gesagt jetzt? Wenn ihr euch prügeln wollt, macht das hinten bei den Ställen. Warum gibst du nicht gleich auf, Bobby? Dann können wir auf solche hässlichen Szenen verzichten. Du hast noch nicht gesiegt. Ich verstehe ja, dass Sie wütend auf mich sind, aber ich habe schon ein schlechtes Gewissen, ohne dass Sie auf mich losgehen. Da sind noch viele Fragen offen. Fragen Sie. Wieso sind Sie als Einziger bisher wieder hier? Wo sind Ihre Führer? Wieso waren gerade Sie zufällig am Fluss? Es gefällt mir nicht, worauf Sie da hinaus wollen. Ihre Sache. Sie gefallen mir erst recht nicht, Matt. Ich traue Ihnen nicht. Ich habe Ihnen von Anfang an nicht vertraut. Wissen Sie, wohin Sie Ihr Vertrauen stecken können? Ja. Schluss! Sonst schlagen die noch das Hotel Tür zu klein! Stopp! Wenn Sie jetzt Ihre Wut los sind, sollten wir uns zusammensetzen, etwas trinken und einen Plan entwerfen. Vorausgesetzt, Sie sind mehr daran interessiert, Mrs. Ewing zu finden, als sich an die Gurgel zu gehen. Wenn wir sie gefunden haben, führen wir das zu Ende. Ich werde Sie daran erinnern. Heute werden wir bestimmt eine Menge erledigen können. Wo sind die alle? Anzuschmieren. Sie schulden mir $10,000, Sie Lackaffe. Viel Glück, Lackaffe. Hören Sie, Ihnen bedeuten doch die paar Dollar nicht viel. Drücken Sie sie raus und dann machen Sie, dass Sie in Ihre Villa kommen, bevor ich Sie zu Kleinholz verarbeite. Tasche rum. Ich werde das Geld besorgen. Würdest du mich nicht vermissen, wenn ich hier wegginge? Nicht einen Augenblick. Dass du mein Leben verpfuschen willst, ist eine Sache. Aber dass du Jamies Leben ruinierst, geht zu weit. Du kannst dir diesen Trottel Cliff Barnes... Also, das gefällt mir nicht, Jack. Wirklich nicht. Jamie ist schließlich diejenige, die mich ohne jeden Grund verlassen hat. Sie ist der Grund dafür, dass Jamie dich verlassen hat. Du bist verrückt. Es ist nicht zwischen April und mir. Ach so, gehst du immer mit dem Aktenkoffer zum Pool, hä? Ach, wir machen nur ein kleines Geschäft. Wirklich nichts Aufregendes. Was führt ihr eigentlich im Schilde? Siehst du? Das ist genau das, was bei dir und deiner Schwester nicht stimmt. Ihr seid beide so misstrauisch.
Ich weiß, dass ihr irgendwas ausheckt. Was soll das? Was ist das? Was hast du da im Aktenkoffer? Komm, lass mich los, das was ist mein neuer Komplott? Hey, Jack! Nun geh doch nicht, du... Cliff, wenn wir noch über Geschäfte reden wollen, sollten wir dich erstmal abtrocknen. Das war ein nagelneuer Anzug. Ich gebe dir in meinem Apartment ein Bademantel. Komm. Sehr schön, danke. Hey, sagen Sie mal, was machen Sie da mit meiner Frau? Mit Ihrer Frau? Wie Sie sehen, ich tanze mit ihr. Nehmen Sie gar keine Notiz von Ingas. Wir sind geschieden. Oh, wenn das so ist. Aufhören, Pfoten weg! Vergessen Sie ihn einfach, Gas. Er gönnt mir nicht das kleinste Vergnügen. Puh. Mischen Sie sich nicht in meine Angelegenheiten, Fremder! Hör auf, mich zu belästigen, Ben! Ich belästige dich so viel. Rühren Sie die Dame nicht an. Was? Sie sind wunderbar, Gas. Ich meine, Sie haben ihn K.O. geschlagen. Wirklich, Sie schlagen verdammt hart zu. Ich fürchte, er ist tot. Du kleine Küchenschabe. Wenn du dich mit Gewalt in meine Firma drängen willst, bitte, versuch's mit allen Mitteln. Das gehört zum Geschäft. Aber wenn ich noch einmal Tränen in Pams Augen sehe, wenn deine kleinen Unternehmungen unsere Ehe noch einmal in Gefahr bringen sollen... Das müsst ihr beide unter euch ausmachen. Du weißt ja, wäre es nach mir gegangen, wärt ihr beiden gar nicht verheiratet. Ich habe sie einmal verloren. Und das soll sich nicht wiederholen. Falls das je passieren sollte. Und du schuld daran bist. Zerquetsche ich dich wie eine Wanze. Was auf deine Art bist du absolut perfekt. Nein, das bin ich nicht. Ich habe auch meine Fehler. Du hast erfahren, dass Jack mir seine Anteile an Ewing Oil verkauft hat. Nie gehört. Weißt du, Cliff Barnes, du bist der jämmerlichste Mann, der mir je über den Weg gelaufen ist. Das kann ich nur bestätigen. Verschwinden Sie, G.A., ich rede mit meiner Frau. Oh nein, du hast doch wohl nicht die Absicht, zu diesem Schwachkopf zurückzukehren. Warum musste ich bei all dem Auftrieb hier unbedingt bei euch beiden landen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Sie sind ein Verlierer, Barnes, und das werden Sie immer sein. Oh nein, der Verlierer werden Sie sein, sobald Ihr neuer Daddy an Weststar verkauft hat. Erwähnen Sie den Namen dieses Mannes nicht. Dann werden Sie Ihr ganzes Unternehmen verlieren. Cliff. Schluss, Barnes, jetzt reicht's. Du! Oh, du Laus! Das reicht, ja. Schluss jetzt. Langsam, ganz ruhig. Sagen Sie mal, Mr. Ewing, denkt Ihre Frau ebenso wie Sie? Sie sich jemals, jemals wieder an meine Frau ranmachen, bring ich sie um. Du tötest mir den Nerv, merkst du das nicht? Na warte, so nicht, junger Freund. Das merkt ihr mal. Ich lege auf deine Anwesenheit keinen Wert, aber solange ich hier bin, wirst du deiner Mutter Respekt erweisen, oder? Oder was? Wenn du dich noch ein einziges Mal so flegelhaft benimmst, dann bringe ich dir Respekt bei, und zwar gründlich, kapiert? Dafür wirst du aber nicht lange genug hier sein. Solange ich da bin, enden jedenfalls deine Sätze mit Ja, Ma'am oder Ja, Sir. Geht das in deinen Schädel rein? Ja, Sir. Na also. Auf Wiedersehen. Zeigen Sie mir erst den Stoff. Und sieh mir das Geld. In Ordnung. Jetzt komm aber, Mann, ich hab das Geld auf der Bank. Hätte ich das Geld bei mir gehabt, wäre ich jetzt schon tot, oder? Da hast du völlig recht, mein Freund. Wir geben dir noch einen Tag Zeit, um das, was fehlt, zu beschaffen. Plus weitere 25 Riesen für die kleine Verzögerung. Also, ihr könnt mir doch den Stoff geben und ich verkaufe was davon und... Für einen Burschen, der in Südamerika im Knast gesessen hat, weißt du gar nichts, Mann. Die Augen auf, Patterson. Ja, Sir. Ewing!
sind ja verrückt, Randolph. Fast hätten sie auch meinen Bruder getötet. Ich schwöre Ihnen, ich werde mein Leben lang versuchen, Sie umzubringen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Das sieht ja aus wie eine kleine Party. Wieso bin ich nicht eingeladen? Aber setz dich doch hin, Bobby. Wir haben jede Menge Platz und genug zu trinken. Danke, JR. Wie nett von dir. Vielleicht bist du auch so nett und erzählst mir, warum er mir nicht erzählt hat, dass Daddy 10 Millionen vom Konto abgezogen hat. Oder ist dir das entfallen? Jetzt hör genau zu, Bobby. JR spricht über meine Geschäfte weder mit dir noch mit sonst jemandem. Hast du verstanden? Oh ja, Daddy. Und warum hast du es mir nicht gesagt? Hätte ich es nicht wissen dürfen? Ich wollte es dir heute Abend sagen. Heute? Ich finde, so etwas solltest du mit mir besprechen, bevor du was unternimmst. Wenn du hinter meinem Rücken handelst, machst du mich zum Idioten. Wovon redest du eigentlich, verdammt nochmal? Ich habe Les in der Bank angerufen und ihn gebeten, 12 Millionen Dollar von unserem Konto zu überweisen. Na und? Wir haben doch 100-mal so viel. Ich spreche von liquidem Geld. Bargeld, das ist es, aber wir haben nicht so viel Bargeld. Und weißt du auch, warum das so ist? Weil du dir 10 Millionen geholt hast. Ja, das habe ich, denn das Geld gehört mir. Nein, Daddy, es gehört Ewing Oil. Sehr interessant. Und wer denkst du, ist Ewing Oil? Das bin ich. Ewing Oil gehört mir. Hast du das vergessen, mein Sohn? Du hast mir die Leitung übertragen mit allen Vollmachten. Und das verpflichtet dich, mich zu fragen, bevor du irgendetwas unternimmst. Verpflichtet? Du glaubst, ich bin verpflichtet, dir zu erzählen, was ich mit meinem Geld mache? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Oh doch. Du hast mir die Macht gegeben, das Unternehmen zu leiten, und ich werde es leiten. Ich habe dir die Macht gegeben? Dann werde ich dir jetzt mal was sagen. Wenn ich sie dir gegeben habe, dann hast du gar nichts. Niemand gibt dir Macht. Macht musst du dir nehmen, verstehst du? Gut, das werde ich mir merken. Tu das. Catherine, welche Überraschung, dich hier zu sehen. Komm doch näher. Ich habe mit dir zu reden. Es ist zu früh, essen zu gehen, aber ich kann dir eine Tasse Kaffee anbieten. Danke, nein. Und was hast du auf dem Herzen? Warum führst du die Firma meines Vaters in den Ruin? Ich ahnte, es würde darauf hinauslaufen. Es hat dir nicht genügt, durch Mama in diese Position zu kommen, als du stellungslos warst. Oh, was für ein diplomatisches Genie. Jetzt verlangt es dich nach Unabhängigkeit. König Barnes will dem Vorstand der Firmengruppe nicht mehr Rechenschaft ablegen. Du solltest überlegen, was du sagst. Er will schalten und walten, wie die Brüder Ewing das machen. Er will ein großer Unternehmer sein, wie sie, und weiß, der Vorstand würde ihm das nicht erlauben. Nimm dich zusammen, Catherine. Aus dir spricht pure Eifersucht. Ich werde nicht die Firma, die mein Vater aufgebaut hat, zerstören lassen. Ich lasse nicht zu, dass Cliff Barnes sie kaputt macht, nur weil er von einem Feindbild besessen ist. Feindbild? Wer soll das sein? J.R. Ewing natürlich. Ach, ich bin doch nicht besessen von dem Feindbild J.R. Der ist nur ein Stolperstein auf meinem Weg. Und wenn du stolperst und stürzt, dann wirst du nicht die Firma meines Vaters mit in den Abgrund reißen. Du kannst nicht aufhören, was? Du musst gegen mich hetzen, seit ich diesen Posten übernommen habe. Ja, und ich habe dafür meine guten Gründe. Dir hat doch noch nie gepasst, was ich mache. Nicht die Neueinrichtung, nicht die Firmenerweiterung. Ich kann tun, was ich will. Dir passt nichts. Vater hätte das nie so gehandhabt, wie du das tust. Nein, nein, das ist kaum anzunehmen. Und weswegen nicht? Er hatte nämlich Klasse. Ich muss dich mit den Realitäten bekannt machen. Dein Vater ist tot und diese Firma wird von mir geführt. Du widerlicher kleiner Emporkömmling. Ich mag für dich ein widerlicher kleiner Emporkömmling sein, aber ich bin jetzt Präsident von Wentworth Tool and Die. Und niemand merkt dir das. Kann mich davon abhalten, die Firma so zu führen, wie ich es für gut und richtig halte. Darauf würde ich an deiner Stelle keinen Eid ablegen. Miss Ellie, es tut mir wirklich leid, dass du so gar nichts über diese Sache gewusst hast. Wieso hätte ich was darüber wissen sollen? Nun, ich dachte, dass dir Jock etwas davon erzählt hätte. Wieso hätte denn Jock etwas darüber wissen sollen? Weil Jock
damals Sams Partner war, Miss Ellie. Sie schufen beide damit die Basis für ihr Vermögen. Und du glaubst tatsächlich an solche Lügen über Jock? Er wäre der letzte Mensch auf der Welt, der so etwas getan hätte. Er hasste Anstalten. Er hat seine erste Frau in einer unterbringen müssen. Ich verstehe natürlich deine Gefühle. Oh nein, das tust du nicht. Das kannst du auch nicht verstehen. Miss Ellie, ich würde niemals etwas ohne deine Einwilligung veröffentlichen. Deshalb rede ich doch darüber. Du bist gekommen, damit ich einwillige, den Ruf des besten Menschen zu zerstören, der je auf der Welt gelebt hat? Du willst Lügen über ihn verbreiten, wo er nicht hier ist, um sich selbst zu verteidigen? Und das alles nur wegen eines schäbigen Buches? Das wagst du? Es liegt mir doch gar nichts an dem Buch. Ich wollte dich nicht verletzen. Wie konntest du dann herkommen und mir das erzählen? Es ist nicht wahr! Es ist wahr! Das ist es nicht! Dabei. Also hilfst du mir jetzt beim Packen? Wieso eigentlich? Das sind doch nicht meine Sachen. Ich habe schließlich keine neue Wohnung. Stimmt, aber ich habe gedacht, bald wirst du sowieso dort einziehen. Ach ja, wirklich? Das ist doch möglich. Sag mal, Cliff, soll das vorher passieren oder lieber nach unserer Hochzeit? Was für eine Hochzeit? Genau, du hast doch kein Sterbenswörtchen darüber verloren. Ach, du willst, dass wir heiraten? Gut, meinetwegen. Nein, das werden wir nicht tun. Was? Ich will nicht. Was soll das heißen? Er springt mich aus dem Fenster, du wolltest mir das antun. Hier sind doch zerbrechliche Sachen drin. Hör zu, der Mann, den ich einmal heirate, sollte mich auch wirklich heiraten wollen. Ich will es ja, Efton, habe ich doch gesagt. Nein, du wolltest das nie und jetzt auch nicht. Ich verstehe dich nicht mehr. Was du willst, ist eine Putzfrau, die die Miete mit dir teilt. Du und deine verdammten Kisten, pack sie doch alleine. Es tut mir leid. Mitch, weißt du was? Ich gehe noch mal vor die Tür, komm noch mal rein und dann fangen wir den Abend noch mal an. Lucy, ich glaube, du merkst nicht, was aus uns wird. Nein, aber du scheinst es dafür zu wissen. Wir werden einander immer fremder. Der eine kommt nach Hause, der andere geht weg. Wir teilen vielleicht die Wohnung, aber wir führen doch keine Ehe. Und das soll wahrscheinlich meine Schuld sein. Na, meine ist es jedenfalls nicht. Ich werde ja nicht bei Sonnenaufgang von einer schweren Limousine abgeholt und schlepp mich erst nachts wieder in die Wohnung. Oh, so nicht. So verdrehst du die Tatsachen nicht. Kommt nicht in Frage. Wer hat denn den Spruch losgelassen? Wer hat denn laut und deutlich erklärt, wir leben von unserem Einkommen? Das war doch die Bedingung. Ich sagte nicht unser Einkommen, nur von meinem war die Rede. Oh, fantastisch. Du bewachst einen Parkplatz oder schiebst Nachtwache für ein paar lächerliche Dollar. Und davon leben wir herrlich und in Freuden. So denkst du dir das? Ja, wenn es sein muss. Oh, ich fass es einfach nicht. Von wem hast du denn die Uraltansicht? Nur der Mann verdient. Ist ja wie in der Steinzeit. Du kannst mir glauben, ich reg mich schon nicht grundlos über all das auf. Über was speziell? Na, diese verfluchte Goldkette ist ein gutes Beispiel. Ich würde dir gern so ein Geschenk machen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich schaffe es nicht. Nun hör aber auf. Bei den lächerlichen Dollar, die ich verdiene, müsstest du ewig warten, jahrelang. Ich entschuldige mich, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber wir sollten nicht von meinem Geld oder deinem Geld sprechen. Es ist unser Geld. Es ist doch nun wirklich egal, wer von uns beiden es verdient. Für mich ist das ein ganz erheblicher Unterschied. Also wenn du das nicht mal verstehen kannst, wenn du nicht siehst, was daran falsch ist, läuft bei uns wirklich was von Grund auf schief. Das hast du gesagt, ich weiß nicht. Aber wenn du das meinst... Lucy, hör zu. Jetzt hör du mir mal zu. Der steht mir nämlich bis hier oben, dein dummer Masochismus, der dir so teuer ist. Ich arbeite wie eine Wahnsinnige, um Geld nach Hause zu bringen, damit wir uns was leisten können. Und ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Was denkst du dir eigentlich? Du bist also nicht imstande zu sehen, was darin falsch ist. Da ist nichts zu sehen! So, dann ist ja wohl auch nichts mehr zu sagen. Wo bist du gewesen? Du willst zu Ellen haben? Schon. Geh doch hin zu ihr. Zu Ellen? Die ist doch bei J.A. Ach nein. Wie klug von dir, dass du diese Tatsache mitbekommen hast. Wie konntest du es wagen, mit ihr zu tanzen und mich einfach stehen zu lassen wie eine dumme Gans? Tut mir ja leid. Nimm deine Hände weg. Ich zieh aus. Von mir aus kannst du hier alleine weiter wohnen mit deinen Träumen und Fantastereien. Eins würde ich gerne wissen, Cliff. Wenn du mich ansiehst, was siehst du? Siehst du mich oder sie? Hör doch bitte auf mit dem Unsinn. Ach, du liebst sie noch immer, stimmt's? Für wen hältst du mich eigentlich? Ich halte dich für einen Dummkopf. Dann nimm doch deinen verdammten Kram und verschwinde. Eins muss ich dir noch sagen. Was ich jetzt am wenigsten gebrauchen kann, ist weibliche Gefühlsduselei. Gefühlsduselei? Wie finde ich denn das? Du hast es gerade nötig, von Gefühlsduselei zu sprechen, Cliff Barnes.
Was meinst du, wieso J.A. jedes Mal Sieger bleibt, wenn sich eure Wege kreuzen? Weil du ausschließlich deine Gefühle sprechen lässt. Du benutzt niemals deinen Verstand. Und was ist mit diesem Geschäft mit Thurman? Das habe ich J.A. Ewing direkt vor der Nase weggeholt. Das hatte überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun. Das war einfach ein gutes Geschäft, weiter nichts. Ich kann mich über dich nur wundern, Cliff, ehrlich. Was glaubst du, wie Thurman sich über mich gewundert hat? Na, ruf ihn doch an und frag ihn. Nein, nein, ich habe eine bessere Idee. Wie wär's, wenn du ihn anrufst und dir genau erklären lässt, wie du diese Raffinerie bekommen hast? Was meinst du damit? Ich hab alles getan für dich, was ich nur konnte. Ich war deine Fußmatte, dein Kindermädchen. Was ist mit Thurman? Ich hab wirklich alles getan für dich. Was soll das heißen, alles getan? Hast du mit ihm geschlafen? Ja oder nein? Du bist so furchtbar selbstgefällig. Du hast es getan, nicht? Das kann dir doch gleichgültig sein. Dir liegt doch nichts an mir. Dir liegt nur was an zu Ellen. Und ob mir was an dir liegt, Efton, hast du mit ihm geschlafen? Ich bin dir doch egal. Sag schon ja oder nein. Du denkst doch nur an sie. Hast du mit Thurman geschlafen? Sag's mir endlich. Was soll ich dir sagen, was? Du sollst mir sagen, ob du mit Thurman geschlafen hast, Efton. Was ist los? Hast du wieder deinen Schlüssel vergessen? Sie? Oh, warte doch mal. Ich dachte, du würdest dich freuen, mich zu sehen. Hören Sie, Cliff wird jeden Augenblick hier sein. Du wirst überrascht sein, was wir in der Zeit alles machen können. Was tun Sie eigentlich hier? Was wollen Sie? Dasselbe wie du, eine Neuauflage vom letzten Mal. Raus hier! Du kannst jetzt aufhören, mich in Stimmung zu bringen. Du sollst schon ganz ungeduldig auf mich gewartet haben, hat Matvi erzählt. Also spitz dein Mündchen, sei nett und gib mir jetzt einen Kuss. Hey, hey, was ist denn hier los zum Teufel? Was tun Sie hier, Sermon? Was ich hier tue? Ich wollte eine weitere Berg- und Talfahrt machen. Wovon reden Sie überhaupt? Oh, Sie wissen doch, wovon ich rede, Barnes. Von unserer kleinen Efton hier, die so gut Geschäfte vermittelt. Die Raffinerie, ich sagte Ihnen damals, Sie wissen, wie man zum Abschluss kommt. Raus hier! Aber... Hau Sie ab, Sermon, verschwinden Sie! Du hast also mit ihm geschlafen. Du warst angewiesen auf seine Raffinerie. Ich wusste, was sie dir bedeutet. Du hast mit ihm geschlafen! Das war sein Preis. Er hat gesagt, er verkauft sie dir nicht, wenn ich nicht mit ihm ins Bett gehen würde. Du willst also damit sagen, dass nicht mir das Geschäft zu verdanken ist, sondern dass du es zustande gebracht hast? Ich dachte, du wärst meine Freundin und nicht meine Hure! Ich habe es für dich getan, Cliff! Euch mal was. Wir sollten denn die sicherheitshalber an der Theke anbinden. Der ist so voller heißer Luft, dass er uns sonst noch wegwehrt. Hör sofort auf, ihr Dummköpfe. Ich schlag dir deinen verdammten Schädel ein. Ich werde dir gleich zeigen, dass ich mir gleich verabschieden werde. Auf, gib mal, die stellen wir wieder hin. Das reicht. Wer jetzt noch eine falsche Bewegung macht, kriegt eine gewischt. Nicht anzurühren, du alter Säufer. Du wirst niemandem was zeigen, du alter Schwätzer. Geh nach Hause. Du dich nicht. Ich hab gesagt, ihr sollt aufhören. Machen Sie, dass Sie wegkommen!
sein. Vielen Dank, Ray. Sieh einer an. Wie es scheint, haben alle Cowboys Ausgang. Ist das nicht sehr riskant für Sie, hier herumzulaufen, ohne den Schutz Ihrer schweren Artillerie? Ich habe alles dabei, was ich brauche. Sie können sich davon überzeugen. Ja, vielleicht möchte ich das wirklich. Das sind die Jungs, von denen ich dir heute Abend erzählt habe, Bobby. Ja, das hätte ich mir fast denken können. Das sind drei für dich und drei für mich. Ein fairer Kampf. Das Gefühl habe ich auch. Hört euch das an, da mischt sich noch jemand ein. Sind Sie auch ein Ewing? Warum kommen Sie nicht her und holen sich die Antwort? Ja, vielleicht will ich genau das. Erst nehme ich mir ihn vor und dann kommt er dran. Oh, bitte sehr. Die kaufe ich mir beide. Das? Was ist hier los? Weiß ich nicht. Er hat eine Kurve gedreht und ist weggeflogen. Los, beeilt euch. Macht, dass ihr reinkommt. Und zieht euch an. Ray! Schnelle Deckung! Verletzt, Mr. Ewing. Er ist nicht getroffen worden, aber er ist bewusstlos. Ray, ruf einen Krankenwagen. Ein Rettungs. Nennt man Ironie des Schicksals, nicht wahr? Was immer es für Sie bedeutet, Tracy weiß nichts von all dem hier. Waffe runter! Auf den Boden! Das war nur so eine Idee. Entschuldigt mich. Sie waren so überrascht, dass Sie mich überhaupt nicht... Hey, Sue Ellen. Ich dachte, du baust Yachthäfen oder sowas. Was machst du denn hier auf dem Ball der Ölbarone? Ich warte im Dreck. Ich habe gerade deine kleine Frau kennengelernt. Welche Schule hat ihr denn zur Hochzeit freigegeben? Wirklich sehr komisch. Sicher findest du hier noch eine Menge Leute außer uns, die du belästigen kannst. Jaya,
Du hast sie ins Bett gekriegt, weil du mich als Betrügerin und Trinkerin hingestellt hast, die ihr Kind vernachlässigt hätte. Das ist doch die Wahrheit. Da kannst du jeden hier fragen. Zuell! Lassen Sie mich, Sie sind nicht meine Freundin! Doch, das bin ich! Sind Sie nicht! Wahrscheinlich gehen Sie auch mit ihm ins Zuell! Lassen Sie mich in Ruhe! J.R., ist alles in Ordnung? Würdest du mich wohl in Ruhe lassen? Darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Kann ich etwas für Sie tun? Niemand kann etwas für mich tun, es sei denn, er bringt J.R. um! Damit bin ich im Moment überfordert. Lassen Sie mich los! Sag bloß, dass dir das nicht gefällt. Ich kann es nicht ausstehen und ich kann Sie nicht ausstehen. Vergessen Sie, dass wir uns je getroffen haben. Mir die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Ihr seid alle gleiche frigiden, reichen Hexen. Ich hatte nur gehofft, dass wir Freunde werden. Vielleicht etwas mehr. Aber nein, du glaubst, du wärst zu gut für mich. Habe ich recht? Behalt deine kostbare Jungfräulichkeit und dein verdammtes Geld. Und lauf mir nie wieder über den Weg. Hier, lass deine Tür reparieren. Das hier vergessen. Aber lass uns, was die Ehe betrifft, nicht zu bestürzen. Lernen wir uns erst einmal kennen. Lass mich bei dir schlafen. Ich möchte wieder erleben, wie süß und reizend du bist. Dann sehen wir, ob wir verheiratet bleiben sollten. Bleiben sollten? Also bei dir klingt das, als wolltest du eine Probefahrt mit einem neuen Wagen machen. Du willst feststellen, ob ich zur Ehefrau tauge. Dann zeige ich dir zuerst mal meine Backkünste. Ich hab dir gesagt, das kommt nicht in Frage. Nicht bevor du einen Pfarrer kommen lässt und mich vor deiner Familie und deinen vornehmen Freunden noch einmal heiratest. Und zwar hier auf Southfork. Spricht der Krebs? Schicken Sie einen Krankenwagen! Hilfe! Was wollen Sie? Wir wollen zu McKay. Kommt nicht in Frage. Ich sagte, ich möchte zu McKay. Raus aus dem Wagen! Na los! Lassen, aber schnell! Runter mit dem Ding! Runter mit den Waffen! Also, ich werde jetzt langsam meine Hand von Ihrem Mund nehmen und Sie werden nicht schreien. Wir werden Ihnen Fragen stellen und Sie werden sie beantworten. Ich frage Sie ganz freundlich, wo finden wir Joey Lombardi? Joey, wie? Miss Stevens, sehen wir aus wie Leute, die Spiele spielen? Tut mir leid, ich kenne wirklich keinen Joey Lombardi. Also, wo finden wir Joey Lombardi? Was wollen Sie von ihm? Wir wollen nur mit ihm reden. Es wird ihm nichts geschehen. Hören Sie, ich bin eine sehr wohlhabende Frau.
Ich gebe Ihnen $1,000,000, wenn Sie gehen und uns in Ruhe lassen. Für all Ihr Geld werden Sie sich kein neues Gesicht kaufen können, wenn ich damit fertig bin. Hören Sie, ich habe es Ihnen doch schon 100 Mal gesagt. Mein Vater ist im Gefängnis gestorben. Was wollen Sie denn noch hören? Wir haben die ganze Nacht Zeit, Joey. Wir sind nicht in Eile. Irgendwann werden Sie es doch satt haben, mich zu verprügeln, weil ich Ihnen nichts anderes sagen werde. Oh, ich glaube schon, dass du reden wirst, Joey. Sieh mal, Eddie, womit Joey uns überraschen wollte. Überschätzen Sie sich nicht. Ich habe immer eine Waffe im Haus. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du hast unseren Besuch erwartet. Also Schluss mit dem Unsinn, wo ist dein Vater? Ich habe ihm doch gesagt, dass er im Gefängnis gestorben ist. Da hat er aber Glück gehabt. Hat nur 2 Tage gesessen und schon war er tot. Erstaunlich, wie schnell danach eure Familie verschwunden ist. Nicht verschwunden. Wir sind umgezogen. Ach, nur umgezogen? Und deshalb habt ihr euren Namen geändert? Meine Mutter wollte es so. Weil sie sich wegen all dem geschämt hat. Sag mal, für wie dumm hältst du uns eigentlich? Dein Vater ist nicht im Gefängnis gestorben. Er wurde freigelassen, weil er als Kronzeuge aufgetreten ist. Es gibt ein Kronzeugenschutzprogramm. Davon hast du doch sicher schon gehört. Dein Vater hat sich gegen die Familie gestellt und das Gebot des Schweigens gebrochen. Und das verzeiht die Familie niemals. Willst du uns jetzt sagen, wo er ist, Joey? Ich wünsche euch, dass ihr zur Hölle fahrt. Pui. Du wirst die Dinge schon bald so sehen wie wir. Ja. Also, Joey, wie möchtest du im Haus deines Vaters ankommen? Als lebender Sohn oder als toter Sohn? Ach, ihr verdammt! Wo ist sie? Erst geben Sie mir das Geld. Oh, nein, erst will ich Afton sehen. Sie ist hier. Ja? Wo? Dort. Das ist sie nicht. Los, nichts wie raus hier. Es gibt so viele gute Taschenkarten. Dann bezahlen Sie einfach mit Scheckkarte. Oh, das möchte ich ihr nicht raten. Ich habe meine Handtasche gestohlen. Stehen bleiben! Halten Sie ihn auf! Hey, kannst du nicht aufpassen? Komm, wir laufen den Weg. Was? Könnten Sie fest? Los, geben Sie die Tasche her! Schick, bist du unverletzt? Ja, Jonas ist mir leider entkommen. Ich bin nicht mehr in Form. Sie haben mir meine Tasche abgenommen, Schick. Ja, hier ist sie. Wie kann ich Ihnen nur danken für das, was Sie getan haben? Schon gut, wofür sind Freunde denn da? Was ist denn los? Das ist eine Mutter, die es eilig hat. Die will überholen, gib Gas! Zeig mal, dass in deinem Jeep steht. Die traut sich nicht, Gas! Ja. Jetzt führt das halt doch nicht mehr. Ja, los, da! Na los, überholen Sie doch! Los doch, ja! Scheiße, der Wagen oder die Mutter? Ja! Bring Sie doch mal rechts ran! Vielleicht können wir ein bisschen Fahrunterricht geben! Stimmt doch nicht mit dir, aber wiederholt sie nicht. Vielleicht versuchen sie es mal, sie bremsen. Ja, ja. Vielleicht bleiben bleiben. Macht Platz! Hey, was macht denn die? Macht Platz! Eine Bremse muss doch helfen! Verdammt! Bis gleich. Was denkst du dir eigentlich? Nimm die Hände weg! Unsere Scheidung ist rechtskräftig. Hast du das vergessen? Du hast keine Forderungen mehr.
keinen Unsinn. Du bekommst ein Kind von mir und du rennst nicht mit ihm davon. Ich habe eine einstweilige Verfügung gegen dich erwirkt. Lass mich in Ruhe oder ich rufe die Polizei. Deine Verfügung interessiert mich nicht. Du hast mich belogen. Schrei so viel du willst. Ich habe keine Angst vor dir. Das solltest du aber. Ich lass dich hier nicht weg, bevor das Kind geboren ist. Und es wird unter meinem Dach aufgezogen. Das wird nie geschehen, J.A. Nie. Ich lass meinen Sohn doch nicht von einem Bauerntrampel auf einer Schweinefarm großziehen. Daran kannst du nicht das Geringste ändern. Du bist nämlich gar nicht der Vater. James ist es. Gestatten Sie auch mir ein paar Worte. Als ich das letzte Mal einen Toast ausbrachte, schockierte ich die Familie, als ich J.R. sagte, dass er einen Sohn hat, von dem er nichts wusste. Aber diesmal trinke ich auf die neue Mrs. Ewing und ihre bevorstehende Hochzeit. Danke. Und ich trinke auf die geschiedene Mrs. Ewing und auf das Kind, das sie erwartet. Hallo Mutter. Ich habe die Tür extra für dich offen gelassen. Wie konntest du nur? Also, das war nicht sehr mütterlich von dir. Wie konntest du nur so gemein und grausam sein? Ich wollte dir die Augen über diesen Mann öffnen. Sie gemeiner Lügner, Sie haben die Briefe vertauscht. Langsam, langsam. Ihretwegen hat er mich gefeuert. Warum haben Sie das gemacht? Er hat Sie wirklich gefeuert? Was haben Sie erwartet? Tut mir leid, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte nicht die Absicht, ihn zu schaden. Sie haben mir aber geschadet. Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass er das wagen würde. Was hatten Sie erwartet? Dass er mein Gehalt erhöht? Wie gesagt, ich glaubte, er würde es nicht wagen. Sehe ich Sie deswegen immer mit Bobby? Er macht sich sehr große Sorgen um Sie. Aber es geht ihm gut. Ich verstehe das nicht. Warum tun Sie das? Es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Das ist verrückt. Sie sind verrückt. Ich versichere Ihnen, es gibt sehr gute Gründe für das, was wir tun. Oh! Wofür halten Sie sich eigentlich? Merci, Marcel. Ce n'est rien, assez. Und ich habe Ihnen vertraut. Es tut mir leid, April. Das dürfen Sie mir glauben. Unter anderen Umständen... Ist das der Kerl, der mir seine Pistole ins Ohr gebohrt hat? Cliff, nicht jetzt. Hast du mich seinetwegen abserviert? Hä? Was ist so toll an ihm? Cliff, würdest du bitte gehen und uns in Ruhe lassen? Ein Freund von dir, Liz? Mach uns doch bekannt. Cliff Barnes, John Danzig. Sie sind der berühmte Cliff Barnes. Freut mich sehr. Mich nicht. Was willst du mit diesem Burschen? Er ist ein guter Freund von mir. Würdest du jetzt bitte wieder gehen? Ein Freund? Wie schön für dich. Was trinkt ihr denn da für Wein? Ich möchte euch noch eine Flasche spendieren. Ich bitte dich, lass das, Cliff. Nein, ich lege Wert darauf. Bitte. Ja, ich brauche einen Weinkeller. Weinkeller! Cliffy, die Lady sagte nein, danke. Warum nehmen Sie nicht wieder an Ihrem Tisch Platz? Ja, aber unsere Liz weiß nicht, was sie will. Manchmal mag sie es heiß, manchmal kalt, meistens kalt. Ist das wahr? Setz dich, du Flegel! Cliff! Oh! Johnny, nicht! Johnny, hör auf damit! Oh, es tut mir leid. Essen Sie doch bitte weiter. Es war meine Schuld, Cliffy. Entschuldigen Sie. Geht's wieder? Komm, Schatz. Wir sollten besser gehen. Auf Wiedersehen, Cliff. Das nächste Mal werde ich Sie umbringen. Begreifen Sie es, Cliffy. Sie gehört mir. Lassen Sie die Finger von ihr. Soll das ein Witz sein? Sie wissen doch, wie scharf Liz ist. Diesmal werden wir noch mehr Spaß haben. Vielleicht, wenn Sie artig sind, lasse ich Sie mal zusehen, Cliffy. Sie miese Type. Vorsicht, Cliffy. Noch eine dumme Bemerkung und ich mache Sie fertig.
Hey, was? Du widerlicher, gemeiner Hund, ich sollte dich totschlagen. Hey, was regst du dich denn so irre auf? Ich hab dir doch nur einen Gefallen getan. Kelly zu missbrauchen, nennst du das einen Gefallen? Interessiert es dich nicht, dass ein neues Kind von dir unterwegs ist? Noch eins, das du verpfuschen kannst? Es auszuposaunen vor all den Leuten soll wohl so eine Art perverse Rache an mir sein. Wenn ich deiner Party einen Dämpfer aufgesetzt habe, war es der Mühe wert. Wenn du das wolltest, warum hast du dann nicht gleich die ganze Geschichte... Hey, Baby Doll. Das ist mein Stuhl. Reden Sie mit mir? Wir haben uns eben unterhalten. Du störst. Also beweg dich weiter. Oh, entschuldigen Sie bitte. Also meiner Meinung nach saß James allein am Tisch. Aber vielleicht definieren Sie und ich den Begriff Unterhaltung auf verschiedene Weise. Ich hoffe, dass Ihnen die Definition von Definieren bekannt ist. Hör zu. Meinetwegen kannst du mit James reden, aber stiehl mir nicht meine Zeit, kapiert? Ihre Zeit, hm? Also gut, Schatz, nur damit das klar ist. Ich bin seine Frau, verstanden? Ach ja? Eine Frage, wenn eure Ehe so fantastisch ist, was macht er dann hier? Mein Schatz. Blondie, meine Ehe geht Sie überhaupt nichts an. Warum machen Sie jetzt nicht endlich einen Abgang und rauben irgendwo eine Bank aus? James, hör mir jetzt zu. Heb dir die Unterhaltung fürs Büro auf. Dreh mir gefälligst nicht den Rücken hey, zu. Hey, Hände weg, das ist meiner. Sehen Sie den Ring? Der bedeutet nichts. Ach, da liegen Sie aber falsch. Ah! Lass mich! Übrigens, Bürozeit ist von 10 bis 17 Uhr. Vergiss es nicht. Sprache müsste McKay verstehen. Na bitte, da ist der Brunnen. Aber es ist keine Menschenseele zu sehen. So wie es aussieht, müssen wir beide ran. Ja. Dich aufhängen und dann werden wir dich irgendwo verscharren, wo dich keiner finden wird. Halt den Mund! Das werde ich nicht zulassen! Du kannst nichts dagegen tun. Ich gehe und hol den Sheriff! Wenn du das tust, dann kommt er nie wieder raus. Dann sitzt er lebenslang. Besser als zu hängen! Oh.
Los, rein in die Scheune mit dir. Na, mach schon. Oh. Wenn er dich hier finden sollte, kommst du sofort wieder zur Straßenbaukolonne. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Sie haben keinerlei Ähnlichkeit mit meiner Frau. Sie ist schön, liebevoll, freundlich und hochherzig. Und wenn ich sie dadurch nur eine Minute früher zurückbekäme, würde ich mich überwinden und ihnen alles geben, was sie haben wollen. Gemeiner Kerl! Mein Angebot gilt. Wenn Sie mich wollen, können Sie mich haben. So dringend brauche ich niemanden. Sheila, wirklich meine Rolle zu spielen? Das ist unwichtig. Sie denken, Sie hätten mich weich gemacht. Komm, gehen wir. Bobby! Nein! Nein! In aller Öffentlichkeit. Also, gehen wir. Oh, nein, nein, Bobby, nicht! Was wollt ihr eigentlich? April! Oh. April! Taxi! Sie um. Wache! Hilfe! Hilfe! Krieger, Hilfe! Wir haben Sie gewarnt, wieder gewalttätig zu werden, Morrissey. Sie wissen, wo wir Sie jetzt hinbringen müssen. Halten Sie den Mund! Lass mich gefälligst los! Ich werde es Ihnen zeigen, Ewing! Ich werde es Ihnen zeigen! Irgendwann schnappe ich Sie, Ewing! Er wollte mich umbringen. Ganz recht, das Gefühl hatte ich auch. Sagen Sie, wo bin ich hier eigentlich? Was wollten Sie hier? Sie wissen doch, dass der Zutritt verboten ist. Ich habe mich verlaufen. Ich wollte auf die Toilette. Verlaufen? Geradewegs zu den Frauen? Oh, das ist die Frauenstation. Deshalb war hier abgeschlossen. Versuchen Sie das nicht nochmal, sonst landen Sie dort, wo Morrissey jetzt ist. Und wo ist der? An einem sehr ungemütlichen Ort. Die ganz schweren Fälle werden dort eingesperrt. Manchmal kommt einer von Ihnen wieder raus. Manchmal aber auch nicht. Es war ein Versehen. Was sollte ich auf der Frauenstation? Nehmen Sie mich nicht auf den Arm. Und weh, ich erwische Sie nochmal, wenn Sie nachts hier rumwandern. Aber ja, doch, ja, Sie werden mich hier nicht wieder. Das garantiere ich Ihnen. So Mist. Na, wie läuft das Spiel? Sehr gut, danke. Für mich läuft es lausig. Ich hasse dieses Spiel. Hm? Warum spielen Sie dann? Ich habe einen Hang zum Sadomasochismus. Das meint jedenfalls der Doktor. Er sagt, ich genieße den Schmerz. Wen interessiert, was der Doktor sagt? Der Grund ist, dass Sie nicht Karten spielen können. Ich kann Karten spielen. Ich habe immer nur ein schlechtes Blatt in der Hand. Hey. Was machen Sie da? Was meinen Sie? Sie sind ein Betrüger. Das war der Memphis-Trick. Was ist ein Memphis-Trick? Er gibt sich selbst von unten. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich kenne den Trick gar nicht. Kein Wunder, dass ich immer verliere. Wollen Sie sich das etwa gefallen lassen? Hey, sagen Sie das nicht nochmal. Das ist üble Nachrede. Sie betrügen uns. Ich hasse das Betrüger. Lassen Sie mich los. Ich habe nicht betrügen. Kläger, Kläger. Hey, Sie lassen Sie das auseinander. Auseinander. Lassen Sie doch schon los. Hören Sie auf. Donja, hören Sie bitte auf. Hilfe, ich habe einen Herzanfall. Hilfe, Hilfe. Helft mir. Mein Herz, das ist die Hilfe. Hilfe, Hilfe. Helft mir. Mein Herz. Schnell, Schwester. Ich glaube, er hat einen Herzanfall. Helft mir. Helft mir! Helft mir! Oh, Schwester, gut, dass Sie kommen. Ich habe
Danke, das finde ich sehr nett. Hallo, ihr Flaschen. Schon aufgeregt wegen des großen Kampfes? Hören Sie mal. Lassen Sie J.R. in Ruhe. Und Sie kriegen etwas Geld, wenn meine Frau mich das nächste Mal besucht. Ach, kommen Sie. Ihre Frau besucht Sie doch gar nicht mehr, Donia. Sie schämt sich viel zu sehr. Tut sie nicht. Sie hat sie einen Schwachkopf genannt. Wir waren dabei. Stimmt's, Leute? Sie hält sie für verrückt. Sie glaubt, dass sie nicht dicht sind. Lassen Sie mich in Ruhe! Hey, Finger weg! Schluss jetzt! Aufhören! Aufhören, Morrissey! Ich bin ausgerutscht. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Sicher. Ich mach sie fertig. Sobald wir allein sind, ich werde sie in der Luft zerfetzen. Und wenn ich mit ihm fertig bin, dann kommt ihr dran. Und jetzt bring meine Entlassungspapiere ins Büro und hol mich hier raus. Ich finde, dass du hier gut aufgehoben bist. Genieße es, solange du kannst. Aber ich werde euch beide vernichten. Du wirst den Tag verfluchen, an dem du mir begegnet bist. Keine Drohung, J.R. Das ist keine Drohung, das ist eine Garantie. Und jetzt hol mich endlich heraus, du kleiner Bastard! Vergiss es, Daddy. Du bleibst erstmal hier. Jetzt wird abgerechnet. Was? Ganz ruhig, Mr. Ewing. Er hat meine Entlassungspapiere! Nicht mehr. Ah, was machst du da? Lass mich los, ich will hier raus! Ich lass mich doch nicht! Das kannst du mir doch nicht antun! Angenehmen Aufenthalt! Du kleiner Bastard! Ich werde dich umbringen! Lass mich los, ich will hier raus! Wie konnten Sie es wagen, April in Frankreich zu beerdigen? Sie durften sie nicht beisetzen ohne meine Erlaubnis. Ich hielt es so für das Beste. Was? Ohne mich? Ohne meine Mutter? Ohne einen Menschen, der sie geliebt hat? Ich habe sie geliebt. Nicht so wie wir. Sie war meine Schwester. Ich hätte bei ihrer Beerdigung dabei sein müssen. Sie hätten bei Aprils Hochzeit dabei sein müssen als Trauzeugin. Einmal durften Sie zuschlagen, aber das genügt. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Der haben Sie es aber richtig gegeben.
Halten Sie den Mund. Wir erledigen das auf meine Weise. Aber nicht mehr lange, es sei denn, Sie kommen bald zu greifbaren Ergebnissen. Herzlichen Glückwunsch, Morrissey. Wir haben Ihr Geständnis mit der Hausvideoanlage aufgezeichnet. Sie sollten wirklich in der Sendung Pleiten, Pech und Pannen auftreten. Du verdammter Hund! Aber nicht doch. Warte, ja, wir haben ihn. Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Nein, wir, Donja. Ja, wir! Ja. Ich frage mich, worauf sie hinaus will. Vielleicht hatte sie nur die Absicht, freundlich zu sein. Du könntest dir ein Beispiel an ihr nehmen, obwohl du ja reichlich Übung hast. Dir den Hals umdrehen, Rose. Keine sehr gute Idee. Dazu fehlt dir die Courage. Bis ich endlich gegen dich aussagen durfte, hatte ich viel Zeit, hiermit zu üben. Was willst du? Eine Abfindung, Mac. Das ist eine Menge Geld. Ich habe auch schwer dafür arbeiten müssen. Ich habe jeden Penny davon verdient. Vergiss es. Auch gut. Dann erschieße ich dich. Wollen Sie sich ein bisschen umsehen, Didi? Ja, sehr gern sogar. Kommen Sie. Hat James Ihnen schon was von der Ranch erzählt? Nein. Soweit das Auge reicht, gehört alles Land zu South Fork. Im Ernst? Ja, ich würde Ihnen doch nichts vormachen, Didi. In Ihrem Haus gibt es sicher keinen Swimmingpool, oder? Ich bin schon froh, dass ich eine Dusche habe. Aber schwimmen können Sie doch bestimmt. Aber ja, doch klar. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass es nicht nett ist, einen verheirateten Mann von zu Hause fernzuhalten? Das gilt ganz besonders für meinen Mann. Weißt du, das ist wirklich nicht die feine Art, meine Gäste zu behandeln. Das wagst du nicht. Oh! Hey, klasse! Komm, James, hol sie lieber raus, sonst ertrinkt noch eine. Zeig's ihm, James. Gefreite Schnecken. Was bin ich? Los jetzt, hört auf. Toll, was? Endlich ist hier wieder was los. Ja. In der guten alten Zeit. Ja, sag ihr, ich wünschte, sie hätte dich nie geheiratet. Fang keinen Streit mit mir an. Seit du im Haus bist, hast du mir Ärger gemacht und ich bin froh, dich nicht mehr sehen zu müssen. Ich weiß nicht, warum du so eine Wut hast, aber lass sie nicht an mir aus. Ich bin wütend, weil du Geschäfte mit Carter McKay machst. Das mache ich nicht. Ich werde keine Partnerschaft mit ihm eingehen. Ach ja? Die erste gute Nachricht heute Abend. So gut nun auch wieder nicht. Ich habe ihm meine Stimmrechte übertragen. Du hast was? Du hast ihm freie Fahrt gegeben, Ewing Oil zu schlucken? Er wird Ewing Oil in Ruhe lassen. Woher zum Teufel willst du das wissen? Wir haben eine Abmachung. Ihr habt eine Abmachung, Mann, oh Mann. Du bist so dumm, wie du lang bist. Bitte, J.R., nicht vor den Jungs. Sie haben das Recht zu erfahren, was für einen Verräter ihre Großmutter geheiratet hat. J.R., ich nehme dich auseinander, nein! Du kein Kollege! Hey. Auseinander, Schluss damit! Müsst ihr euch denn auch noch ums Öl prügeln? Dieser Mann hilft mit Ewing Oil kaputt zu machen. Gut, dann erspart er mir die Mühe. Wir reden hier immerhin von Daddys Firma. Ich habe gerade meine Frau wegen des Ölgeschäfts begraben müssen. Es ist an der Zeit, dass wir auch Daddy begraben. Du weißt ja nicht, wovon du sprichst. Ich fahre noch heute nach Odessa. Und nach meiner Rückkehr werde ich Ewing Oil verkaufen. Bobby? Bobby? Die meine Schwester ermordet hat.
Why, you... Wir haben es noch nicht überstanden. Bobby? Mir ist nicht nach Feiern zumute. Wenn Pam hört, was du mit Cliff gemacht hast, ist es aus mit unserer Ehe. Dann hätte ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hier werde ich das Feiern austreiben. Aufhören! Wir wissen ja noch gar nicht, ob uns die Bankiers leben lassen. Suellen? Bobby? Komm mit nach Hause, Suellen. Nein, das geht nicht. Ich habe ihn wiedergefunden. Aber Suellen... Kannst du nicht hören? Sie will bei mir bleiben. Kommen Sie, ich möchte deswegen keinen Streit. Dann lass es. Sie bleibt bei mir. Sie wissen wohl nicht, wer sie ist. Mir egal, sie bleibt bei mir. Dusty! Dusty! Komm, Suellen, komm. Bobby, du hast ihn umgebracht. Was ist? Wollen wir die Sache durchspielen? Sie könnten doch wenigstens mal lächeln. Eine kleine Ermutigung wäre ganz nett. So wie ich das sehe, reicht für Sie das Minimum. Demnach sind Sie also der Typ, der es immer wieder hinkriegt, mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum herauszuholen. Es heißt so schön in einem Sprichwort, dass man Perlen nicht vor die Säue werfen soll. Das würde mir auch nie im Leben einfallen. Und ich würde für Sie keinen Finger krumm machen, nie im Leben. Ich weiß, dass die meisten Männer sie attraktiv finden, aber wieso, das ist mir völlig schleierhaft. Ich hoffe sehr, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Und zur Bekräftigung meines Wunsches das hier. Also, wie können Sie es wagen? Warum haben Sie das getan? Was heißt hier, warum habe ich das getan? Wie können Sie es wagen, mich... Hey, was geht hier vor? J.R., er hat mich beleidigt. Das geht zu weit, Beam. Sie haben wohl Ihren Platz vergessen. Los, raus! Also, Moment mal, ich kann das aufklären. Ich weiß nicht, wie Sie im Norden mit Frauen umgehen. Hier respektieren wir Sie. Ich habe doch gar nichts getan. Sie verstehen das alles falsch. Ich verstehe sehr gut. Dann lassen Sie die Ranch. Und kommen Sie ja nie wieder einem Ewing in die Nähe, klar? Alles klar, wie mir das in den Kram passt. Ich habe die Nase voll von Ihnen allen. Was soll das? Lass mich los! Nein, du wirst schön hierbleiben, Mrs. Ewing. Du wirst zuhören, ob du willst oder nicht, denn es geht hier um meinen Sohn. Und ich weiß genau, wozu du ihn brauchst. Dir geht es doch nur darum, weiter den Namen Ewing zu tragen. Und dazu brauchst du das Kind, den Erben. Du bist eine Schmarotzerin. Du bist unfähig, jemanden zu lieben. Nicht einmal dein Kind. Hey, Bobby. Könntest du nicht versuchen, dich mit Pam tagsüber zu streiten, wenn es schon sein muss? Einige Leute in diesem Haus möchten schlafen. Um dich dazu zu rechnen, kommst du viel zu spät. Lass es nicht an mir aus, nur weil du Krach mit Pam hast. J.R.! Halt dich aus meinen Angelegenheiten raus, sonst gibt's eins auf die Nase. Komm rein, Pam, ich zieh mich gerade um. Ich wollte mit dir über diesen Brief sprechen. Brief? Welchen Brief? Der, den du Bobby damals vorgelesen hast. Der von mir und meinem Anwalt, bevor wir zwei uns zur Scheidung entschlossen haben. Du erinnerst dich doch noch. In ihm hat gestanden, dass ich ein neues Leben ohne Bobby führen wollte. Der Brief, den ich nie geschrieben habe, Catherine. Also, Pam, beruhige dich doch. Hast du ihn verfasst? Das hast du doch, nicht wahr? Hast du es getan? Ja. J.R. hat mich dazu gezwungen. Es war alles seine Schuld. J.R. hat dich dazu gezwungen. J.R. hat dich gezwungen, einen Brief zu schreiben, um Bobby und mich auseinanderzubringen. Stimmt, genau. Du bist eine Lügnerin. Nein, bin ich nicht. Du weißt doch, wie sehr er an eurer Scheidung interessiert war. Und ich war es auch. Ich kann nicht glauben, was du da sagst. Wieso kann dir das überhaupt noch etwas ausmachen? Schließlich hast du Bobby verlassen, oder? Er war immer noch mein Ehemann! Aber du hast ihn sitzen lassen, Pam. Du hast ihn nicht mehr gewollt. Und ich wollte ihn. Ich war in Bobby verliebt, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und dieses Gefühl hat niemals aufgehört. Pam, und ich werde ihn auch bekommen. Jetzt hör mir nur zu. Auch wenn du meine Schwester bist, bist du der letzte Mensch, den ich wiedersehen möchte.
Verschwinde für immer aus meinem Leben. Ed, warum lässt du die Kinder nicht in Ruhe? Wenn du nicht willst, dass sie Prügel kriegen, dann sorg dafür, dass sie die Klappe halten. Verdammte Gehirn. Ed, bitte. Halt gefälligst, deine blöde Schnauze. Entweder du sorgst dafür, dass mein Essen auf den Tisch kommt, oder du bekommst echten Ärger mit mir. Eines Tages, da wacht er auf und ist tot. Ach, der Doktor kommt morgen nach Haleyville. Vielleicht sollte ich mal mit den Kindern hingehen, sind lange nicht mehr untersucht worden. Unsinn. Den Gehirn fehlt überhaupt nichts. Es ist aber fast ein Jahr her. Vergiss es. Wir haben kein Geld für den Onkel Doktor. Dann werde ich meine Brüder darum bitten. Du tickst wohl nicht richtig, hä? Ich will nicht, dass du dauernd zu ihnen rennst und auf bedauernswert machst, als ob ich meine Familie nicht ernähren könnte. Nur für den Arzt. Vergiss es! Hol mein Essen. Lass die Kinder bitte zu Ende essen. Es dauert nur einen Moment. Nein, ich will es jetzt. Lass die beiden in Ruhe ihr Abendbrot essen. Halt den Mund. Und du halt auch die Klappe. Ich werde euch beibringen, was ich gehört habe. Hör meine Kinder nicht an! Schluss mit diesem Gejammere! Sag das bloß nicht! Sieh mal an. Die kriegen ihre Prügel. Aber erst bist du dran. Du wirst die Kinder nie mehr schlagen. Die Sache fängt an, lustig zu werden. Oh mein Gott. Eins haben wir wenigstens gemeinsam. Wir haben alle mit JR geschlafen. Aber das ist so nicht ganz richtig. Nein, ist es nicht. Kelly, hör jetzt bitte auf damit. Oh nein, erst sage ich deiner kleinen Schwester mal die Meinung. Lassen Sie doch Ihre Probleme nicht an mir aus. Aber Frauen wie Sie und April sind ja mein Problem. Du hättest lieber zu Hause bleiben sollen, bei Jaya. Ich schlage vor, du kümmerst dich besser um Bobby. Das lässt sich wohl kaum vergleichen. Ihre Meinung interessiert mich. Sie mischen sich bitte nicht ein. Fangen Sie keinen Streit an, sonst knall ich hinein. Besorgen Sie sich vorher eine Leiter, damit wir gleich groß sind. Wenn Sie Prügel haben wollen, dann kommen Sie zu mir. Was schwebt Ihnen denn vor, griechisch-römischer Freistil? Das werden Sie gleich wissen. Kelly, lass das! Kelly, Schluss damit! Das gilt auch für dich. Sie lassen mich. Sie haben ein ausgesprochen böses Mundwerk. Eigenartig. JR mochte es. Auf die Plätze. Fertig. Los. Na los, Tempo. Na los, Jungs, schwimmt, schwimmt, es geht um die Meisterschaft. Na los! Aha, die alte U-Boot-Taktik, die ist immer erfolgreich. Zweiter. Naja. Das ist nicht fair, John Ross hat geschummelt. Hab ich nicht. Hast du doch. Hey, was soll das hier, Streithähne? Hört sofort auf. Verstanden? So, du setzt dich jetzt mal schön brav hierher. John Ross, er hat geschummelt. Komm her, du setzt dich jetzt hier hin und da bleibst du auch sitzen. Verstanden? Er hat geschummelt. Gar nicht wahr. Du kannst bloß nicht schwimmen. Doch, du hast geschummelt. Ich habe es gesehen. Augenblick mal. Also nun beruhigt euch alle erstmal, ja? Hier, seht euch das an. Er hat mich gehauen. Gar nicht wahr. Doch wahr. Lüg nicht. Was soll das? Wirst du wohl hierbleiben? Komm, jetzt ist Schluss. Setz dich da hin und rühr dich nicht vom Fleck. Hast du verstanden, Freundchen? Und du bleibst auch da sitzen. Er ist wie sein Vater. Er setzt lieber die Muskeln als das Gehirn ein. J.R., jetzt reicht's aber. Wieso denn? Wir haben doch gesehen, wie er auf ihn losgegangen ist. Jeder von ihnen. Ich habe keine Lust zu reden. Lass uns tanzen. Ah, du bist ganz schön nervös und unruhig, nicht wahr? Nein, nur wir sind hier, weil wir tanzen wollten. Also lass uns tanzen. Sind das deine sogenannten Überstunden? Betty, was willst du denn hier? Was ich hier will? Ich müsste dich fragen, was du hier mit diesem Zwerg machst. Hör auf, Betty. Ich hab dich gewarnt. Lass die Finger von meinem Freund. Er ist nicht dein Freund. Alles, was zwischen euch war, sind ein paar Verabredungen. Das hast du ihr erzählt? Betty. Du bist ein jämmerlicher Typ. Ah! Jetzt hör aber auf! Verdammter Kerl! Lass mich dir endlich zeigen! Lass mich los! Du bist verrückt geworden, ha? Hör gut zu. Du hast kein Recht, dich hier einzumischen. Sei vernünftig und hau ab, ja? Verschwinde endlich. Geh nach Hause. So,
Das wirst du noch büßen, Eddie Cronin. Dies ist nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Besuch, Clayton. Ich habe von dem Unfall gehört. Verdammt gut für Sie, dass Sue Ellen ihn einigermaßen überstanden hat. Sie braucht ihre Ruhe. Warum fahren Sie nicht nach Hause? Ja, sie braucht Ruhe. Sie trinkt wieder. Das geht sie überhaupt nicht an. Es geht mich sehr wohl etwas an. Sie war vorgestern Nacht bei mir. Was wollte sie bei Ihnen? Sie kam zu mir, weil sie jemanden brauchte, der sie wieder aufrichtete. Warum haben Sie sie nicht nach Hause gebracht? Ich war krank vor Sorge. Weil sie nicht nach Hause wollte. Nachdem sie sie mit der Haarwut im Bett erwischt hatte, hatte sie kein Zuhause mehr. Sue Ellens Leben war aufgebaut auf ihrem Versprechen, treu zu bleiben. Sie haben sie wieder zur Flasche getrieben, J.A. Sie müssen das verantworten, Sie allein. Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich habe Sie gewarnt, bevor Sie geheiratet haben. Wenn Sie sie verletzen, werde ich Sie verantwortlich machen. Sie klingen wie ein sitzengelassener Freier. Nehmen Sie sich bloß in Acht, Mister. Wann geht das endlich in Ihren Kopf, dass Sue Ellen trotz Ihrer Gefühle zufälligerweise meine Frau ist? Das mag stimmen, aber ich werde nicht mit ansehen, wie Sie sie zugrunde richten. Sie sollten sich besser aus meinen Angelegenheiten raushalten. Ich habe Sie gewarnt. Es für klüger, ihr hört beide auf. Sie sind reichlich unverfroren. Sind in meine Frau verliebt, hofieren meine Mutter, kommen in mein Haus und versuchen mir zu sagen, wie ich zu leben habe. Nein, Leighton, das reicht. Wir haben genug Probleme. Was ist los? Was willst du? Amore, es ist unsere Hochzeitsnacht. Wir sind in den Flitterwochen. Raus hier! Quando mi fai male, ahi? Porca miseria! Ma che fai? Jenna! Naldo, hör auf! Denkst du, du kannst mich damit aufhalten? Fass mich gar nicht an! Halt den Mund! Nein! Nein! Halt den Mund! Au! Du bist schon... Lass mich in Ruhe, sonst bring ich dich um, das schwör ich dir! Wie konntest du nur... Wie konntest du ihn töten? Du hattest kein Recht dazu! Es war doch so raus! Lass mich! Du hast diese Hoffnung zerstört! Er hat deine Scheiße! Er hat deine Chance und du hast sie umgebracht! Du hast sie getötet! Hör auf! Beruhige dich, Kleines! Ich weiß nicht, dass es mich genauso sehr belastet. Ich will jetzt keine Widerrede. Ich will, dass du mit Vaughn verreist. Kommt nicht in Frage. Afton, mach jetzt ja kein Theater. Ich habe dich verdammt gut bezahlt für das, was du getan hast. Es ist besser für dich, mich zum Freund zu haben. Also komm. Lass das, J.A., lass mich los. Du hast gehört, was ich gesagt habe, also geh nach Hause und pack deine Koffer. Lass los! Rich, bitte halt dich da raus. Hast du verstanden? Ich warne dich, Ewing. Lass meine Schwester in Ruhe. In Ruhe lassen, meinst du? Ich sage dir, von jetzt an brauchst du ein Mikroskop, um sie zu finden. Du bist erledigt. Gestern Abend war dein letzter Auftritt. Es gibt eine Million Flittchen wie dich. Ich brauche nicht lange zu suchen, um eine andere zu finden. Hey! Wer ist denn dieser kleine Wicht? Nein. Ist ja nein, gut. Ja, dann. Nein. Alles in Ordnung. Lassen Sie ihn runter. Hey, wie heißt du denn, Partner? Ist ja nichts passiert. Tränen haben noch niemanden geschadet. Ich sagte runter mit ihm. Ach, Jordan, bitte. Ach, das macht ihm noch Spaß. Komm, wollen wir reiten spielen, hä? Hören Sie, es geht mich nichts an, mit wem Pam Umgang hat. Aber eins sage ich Ihnen, Hände weg von meinem Sohn. Seien Sie friedlich, Partner. Wir haben ja nur gespielt. Ich halte nicht viel von deinem Geschmack in Bezug auf Männer. Vielleicht solltest du ihn dort rausholen, bevor er Wurzeln schlägt. Er arbeitet tatsächlich noch. Ich hoffe, die Überraschung gelingt. Danke, Jackie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, gute Nacht. Cliff? Oh mein Gott, Jamie! Du Bastard! Nein, nein, warte bitte. Einen Augenblick, ich kann dir das erklären. Es ist nicht das... Ich nehme an, das war meine Ex-Schwägerin, ne? Was für ein Temperament. Gut, dass sie nicht 5 Minuten später gekommen ist. Scheren Sie sich raus, bevor ich Sie rauswerfen lasse. Das ist ein öffentliches Restaurant. Es gehört Ihnen nicht. Jetzt reicht's mir, aber scheren Sie sich raus! Lassen Sie mich nicht an, Sie haben mir gar nichts zu sagen. Auseinander! Sie sind doch... Schluss jetzt! Das ist mein Geburtstag!
mach auf. Ah, vielen Dank. Guten Morgen. Mr. Grayson, Mrs. Ewing wird gleich kommen. Wie geht es Ihnen, Bobby? Was machen Sie hier? Bitte? Warum rennen Sie meiner Frau hinterher? Ich renne niemand hinterher, Bobby. Ihre Frau hat haufenweise Probleme. Ich versuche nichts weiter, als ihr zu helfen. Erzählen Sie mir doch nichts. Sie versuchen lediglich, sich selbst zu helfen. Und diese Art Hilfe braucht sie nicht. Ich denke, ich lasse Pam entscheiden, was sie braucht und was nicht. Aber wenn Sie so um sie besorgt sind, warum versuchen Sie nicht, sie zurückzukriegen? Die Schwierigkeiten, die wir haben, gehen bloß uns was an. Verlassen Sie die Wohnung. Ach, ich? Sobald Pam und nicht Sie mich dazu auffordern. Aber ich will, dass Sie auf der Stelle gehen. Was soll denn das? Hör auf! Du sollst aufhören! Was soll denn das? Aufhören! Das ist meine Wohnung, das verbitte ich mir, Bobby! Ach, Thea. Wenn du mich weiter so fütterst, ist meine Karriere bald beendet. Du hast meinen Plan durchschaut, was? Ich habe keine Lust, dich mit dem Rest der Welt zu teilen. Wenn du nicht freiwillig aufgibst, füttere ich dich so lange, bis du zu dick bist. Ich bin wirklich so froh. Ich möchte, dass du jetzt sofort nach Hause fährst. Steig ein. Was? Ich möchte, dass du in deine Wohnung fährst, Schatz. Jaya, was ist denn los? Steig ein und tu, was ich dir sage. Fahren Sie los. Was soll das alles? Was wollen Sie? Halten Sie den Mund. Die Frage ist nur, was Sie wollen. Ach Sie, darum geht's also. Schön, wenn man reich ist, dann hat man seine eigenen Polizisten. Vergessen Sie Ihre Manieren nicht, Freundchen. Hey, Donna. Der alte Sam Culver würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er erfahren würde, dass so ein hübscher Cowboy dir seine schwer verdienten Bestechungsgelder aus der Nase zieht. Hey Donna, geh bitte nicht im Zorn. Vernichte ihn, Suellen. Ich denke nicht daran, J.R. Habt ihr vor, diesen Mist überall im Lande in die Kinos zu bringen? Das macht man mit Filmen im Allgemeinen so. Ich werde eine Armee von Anwälten gegen euch aufbieten. Ihr werdet diesen Schund nicht aus dem Studio kriegen, geschweige denn ihn vorführen. Ich werde jahrelang gegen euch prozessieren. Dürfen meine PR-Leute deine Bemerkungen zitieren? Genau das brauchen wir, J.R., um der Welt zu beweisen, dass du es bist, um den es in diesem Film geht. Du machst einen schweren Fehler, Suellen. Oh nein. Alle Tricks und krummen Touren habe ich vom Meister persönlich. Angenommen, ich unternehme nichts. Und du bringst ihn in die Kinos. Dann schadet das nicht nur mir, sondern auch Mama und Daddy. Und John Ross, was ich gesehen habe, ist Verleumdung. Das ist keine Verleumdung, J.R. Es ist die Wahrheit und das weißt du. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe fürs Erste nicht vor, unseren Film in die Kinos zu bringen. Was hat denn das wieder zu bedeuten? Das bedeutet, dass der Film einstweilen in einem Safe eingeschlossen wird. Aber wenn ich höre, dass du versuchen solltest, mir Ärger zu machen, oder mir in die Quere kommst, warum auch immer, oder wenn ich das Gefühl habe, dass du John Ross schlecht behandelst, oder jemanden, der mir nahesteht, oder falls ich eines Morgens mit dem falschen Fuß aufstehe, oder einfach Langeweile haben sollte, dann bringe ich den Film in die Kinos. Und dann wirst du zum Gespött von ganz Texas werden, J.R.